Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böckels Offroad. Heute stehen wir vor einem grauen Defender TD4, der zu uns kam als fast originales Fahrzeug, also fast im Serienzustand und sollte dann aufgerüstet werden für viele weite Reisen und Expeditionen. Und vielleicht gehen wir erstmal rum, machen uns so einen Gesamteindruck. Wir haben natürlich hier unser BP51 Fahrwerk eingebaut, also Long Travel beim TD4. Das heißt, wir bekommen eine große Höherlegung hin. Hier haben wir dann direkt die 285er Reifen drauf gemacht. Damit der Defender das auch verträgt, haben wir hier, natürlich mussten wir dafür eine andere Felge fahren, um die Felgenbreite zu realisieren. Zudem dann komplett verstärkten Antriebsstrang vorne mit Steckachse geändert, Mitnehmer geändert, Lenkgestänge geändert. Die Anlenkung der Achse haben wir zusätzlich geändert, so wie hinten. Um das Ganze weiter möglich zu machen, schon unsere bekannten Kotflügelverbreiterungen, die, wie man sieht, hier auch schon, also das Fahrzeug ist jetzt hier zur Wartung gewesen bei uns, noch nicht vor die Linse gekommen. Und wir haben jetzt einfach die Gelegenheit genutzt, hier das Ganze auch abzudrehen. Kann man eigentlich gut sehen, dass alles, was wir hier dran gebaut haben, auch schon benutzt wurde und nicht quasi nur aus der Halle und Show and Shine vor der Kamera, sondern hier wirklich ein absolutes Expeditionsmobil, womit, ich glaube, die letzte Tour ging nach Tunesien mit Michael Ortner zusammen. Und ja, man sieht auch schon diverse Kratzer und Spuren an den Kotflügeln, an der Stoßstange. Also das Auto lebt und wird auf jeden Fall genutzt. Genau, was haben wir gemacht? Also einmal der Defender, typische Kerzenscheinwerfer, den haben wir ausgetauscht gegen Hochleistungs-LED-Scheinwerfer. Auch so ein bisschen in der Optik des Fahrzeuges haben wir das Ganze angepasst. So ein bisschen dunkle Linse, unten hell. Dann haben wir hier die Trackfinder-Tube-Bumper, also eine Rohrstoßstange mit Seilwindenvorrüstung montiert. Dann haben wir hier vorne vor nochmal die ARB-Intensity-Scheinwerfer genommen. In der Ausführung tatsächlich auch mit E-Zeichen und als zusätzliche Fernscheinwerfer zugelassen. Und zwar kann man das hier ganz gut sehen. Und wenn man in dem Scheinwerfer guckt, hat er hier eine Typenbezeichnung drin. Und somit ist das Ganze quasi als Fernscheinwerfer zugelassen. Hier seht ihr auch direkt, das ist eine Polycarbonat, harte Plastikscheibe. Die hält ziemlich viel aus, also die lässt sich auch kaum biegen. Gibt es in verschiedenen Abdunklungsstufen oder in verschiedenen Farbtönen, so dass man zum Beispiel auch bei schlechtem Wetter, Nebel oder je nachdem, wo es hingeht, halt entsprechende Linsen oder Kappen drauf macht, um dann einfach ein bestmögliches Leuchtergebnis hinzukriegen. Und wie ihr seht, ist das Ganze halt auch schnell ausgetauscht und gewechselt. Ja, begehbare Motorhaube ist hier bei dem Fahrzeug ganz wichtig. Es wird im Auto geschlafen. Was bedeutet, dass man von oben im Prinzip einen Dachgepäckträger hat. Also ist hier in dem Fall ist das der begehbare Dachträger. Der wird auf das vorhandene Dach montiert und versiegelt. Und somit kann man dann mit zwei Airliner-Schienen alle weiteren Anbauten oder Zubehörartikel, die wir brauchen, auf das Dach montieren. Relativ schnell. Jetzt zum Beispiel für die letzte Tour war es wichtig, viel Sprit und auch Wasser mitzunehmen. Also haben wir oben entsprechende Kanisterhalterungen gebaut und die dann auf das Dach gesetzt. Innen drin gibt es natürlich auch ein paar Veränderungen, da kommen wir gleich zu. Genau, hinten natürlich auch die, hier sieht man sie schon, die BP51 Stoßdämpfer. Ja, macht einfach Sinn, wenn man das Auto wirklich hochgelegt haben will und wenn man tatsächlich auch einfach, es ist eine Wonne, schon auf der Straße zu fahren und durchs Gelände, man hat einfach so viele Reserven. Das macht schon ziemlich viel Spaß. So, hier haben wir jetzt nochmal wieder die HD-Mitnehmer, sieht man von außen, innen drin auch die Steckachse. Was dann natürlich beim Defender die weitere oder die nächste Schwachstelle ist, das Differential. Das haben wir hier auch ausgetauscht gegen einen Airlocker von ARB. Also somit quasi einen neuen Differentialkorb verbaut. Der ist viel, viel stabiler als das Defender Original. Hat dann natürlich auch den Luftdruckanschluss für den Kompressor, um dann das Differential per Luftdruck und Schalter zu sperren. Was bedeutet, ich möchte wirklich jetzt direkt das Differential drin haben, heißt mit Luftdruck, der Kompressor ist eingeschaltet und vorgewählt, ich drücke dann auf das Differential, auf das Sperrdifferential und in der Sekunde ist auch schon hinten das Differential gesperrt und ich kann mir sicher sein beim Airlocker, dass es gesperrt ist, anders wie zum Beispiel elektronisch angesteuerten Differentialen,
oder nur steigenden, also Torsendifferenziale, und gibt es ja ganz viele verschiedene Techniken, wie man ein Differential sperren kann. Hier wird es mit Luftdruck, wird eine Kupplung auseinandergedrückt, der Korb wird gesperrt, und genau, dadurch kann man sicher sein, dass das Differential wirklich zu 100% sofort gesperrt ist. Das kann man hier sehen, man sieht auch hier, wir machen natürlich dann direkt immer Siegellack auf die Schrauben, dass man also auch während der Tour durch eine kurze Sichtprüfung quasi feststellen kann, ob sich Schrauben gelöst haben. Man muss sich da gar nicht unter das Auto legen und irgendwelche Schraubendreher oder Drehmomentschlüssel mitnehmen, sondern hier kann man wirklich mit einer Sichtprüfung dann kurz ums Fahrzeug gehen und sich unter das Auto beugen und sehen, sind die markanten Schrauben noch in Position. Und ja, das ist natürlich Standard, wenn wir so ein Auto aufbauen und wissen, der geht auf große Reise, dann wird da bei uns Siegellack drauf gemacht. Das sind so die kleinen Details, die mit Sicherheit auch das ausmachen, mit viel Liebe an diese Fahrzeuge ranzugehen und einfach da unsere Fahrzeugbauleidenschaft aufleben lassen. Hier haben wir dann zum Beispiel noch eine Klappe eingebaut. Hier ist der Kompressor drin. Und hier haben wir das Ganze, weil das Riffelblech sollte trotzdem bestehen bleiben, natürlich ausgeschnitten, sauber, versiegelt alles, wasserdichte Nieten reingemacht, so dass das Ganze hier schön aussieht. Hier an der Seite ist dann noch ein Klappfenster reingekommen, also das sogenannte Gullwing-Fenster. Und hier kann man mit abschließbaren Drehknöpfen kommen die Seitenbleche runter. Man hat das als Auflage für den Kocher oder für andere Dinge in der Küche. Und das war ganz besonders wichtig, weil jetzt kommen wir auch ein Stückchen zum Innenraum. Und zwar hat der Kunde hier die sogenannte Kuckuckbox verbaut. Hier unten mit Airliner-Schienen befestigt, hier oben das Bett zum Ausklappen. Und jetzt, wenn wir mal hier in die Kante gucken, kommen wir einmal rum, dann sieht man auch, warum die normale Gullwing-Box hier gar nicht reinpasst, sondern hier wirklich eine Maßanfertigung ist. Schön lackiertes, beschichtetes Blech. Die schwarzen Linsenkorbschrauben, das alles sauber verschraubt, die Kanten und auf Maß hier eingebaut für das Fahrzeug. All das sind natürlich Sachen, die sind bei uns möglich. Sprecht uns da einfach an, wenn ihr vielleicht Teile kombinieren wollt oder so und nicht wisst, geht das wirklich oder ihr wollt das unbedingt machbar haben, weil die Lösung für euch das Optimum ist in der Kombination, wie ihr es im Auto habt. Das ist bei uns möglich. Genau, dann haben wir natürlich hinten noch zwei dicke Abschleppösen dran gemacht, um auch mal den Karren wieder aus dem Dreck oder aus dem Sand zu ziehen. Ja. Hinten Reserverad. Das ist natürlich bei so einem schweren Rad immer sinnvoll, dann gleichzeitig auch noch einen separaten Reserveradträger zu montieren. So, natürlich gibt es dann auch ein paar fette Rockslider. Hier mit entsprechend der Vorrichtung, um den Highlift zu montieren oder anzustecken. Und hier kann man dann auch noch mal ein bisschen sehen. Hier kann man dann auch noch mal ein bisschen sehen, wie sieht es im Innenraum aus, die Kühlbox hier hinter. Hinterm Fahrersitz ist noch die Möglichkeit, da gehen wir jetzt mal von der anderen Seite gucken, ein Doppelbatteriesystem mobil noch mal nachzurüsten, beziehungsweise auch je nachdem, welche Beladungen man hat oder welche Touren man hat, halt optional das ganze Zubehör mitzunehmen. Ne? Klar, Schnorchel, Original Land Rover, ja, da haben wir jetzt nichts gemacht, aber ist natürlich auch immer eine super Ergänzung. Gerade auch nicht unbedingt für Wasserdurchfahrten immer wichtig, aber wir erleben das immer wieder auch in Wüsten oder in staubigen Ländern, wie schnell sich einfach die Luftfilter zusetzen, wenn man keinen Schnorchel dabei hat. Hier oben auch mit einer, ja, es gibt richtige Zyklonfilter, die das Ganze wirklich rund drehen. Das soll im Prinzip hier auch schon durch einen Vorabscheider passieren, ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Ergänzung. Ja, damit wären wir im Prinzip schon fast rum. Dann kann man hier noch mal gucken, hier haben wir den Schalter hingesetzt für die Seilwinde. Hier ist das Zusatzkabel für alle weiteren zusätzlichen Einrichtungen im Fahrzeug. Das geht quasi direkt zur Batterie. Das heißt, ich kann hiermit auch überstarten und muss nicht den Sitz aufmachen, sondern kann hier einfach direkt einen Stecker reinstecken mit den Batterieklemmen und auf ein anderes Fahrzeug gehen. Oder ich kann hiermit auch alle Zusatzeinbauten vom normalen Fahrzeug trennen und habe dann entsprechend halt hier hinten meinen Stecker, wo dann die Kiste, also das ist ein ARC-Pack,
angeschlossen wird, die Kühlbox dran angeschlossen wird und alle weitere Elektronik und habe somit quasi einen, man nennt das B2B oder DC zu DC Ladegerät, intelligent, was eine sehr hohe Kapazität weitergeben kann an die zweite Batterie zum Laden, sodass man innerhalb von einer Stunde auf zwei auch die Zusatzbatterie wieder vollständig geladen hat, ohne die Hauptbatterie, die verbaut ist, leer zu ziehen. Hier sind auch schon weitere zusätzliche Batterien und Elektronik drin gewesen in dem Fahrzeug. Also sprich, hier war schon eine Multimedia-Anlage verbaut, wo auch noch eine Zusatzbatterie für unter den Sitz gekommen ist. Deswegen ist die Option, das da rauszubauen. Es wäre so aufwendig gewesen, da haben wir uns dann für die mobile Lösung hier hinten entschieden. Halt eine Airliner-Schiene hier und kann dann quasi das Ganze direkt hier vormachen oder auch in den, wenn das Bett ausgeklappt ist, quasi in den Fond, wo die Sitze vorher waren. Die Türen haben wir weiter aufgestellt, sodass die fast den 90-Grad-Winkel öffnen. Ja, und es gibt so viele Kleinigkeiten, die das ganze Auto natürlich dann für die Reise perfekt gemacht haben. Ne? Delta-Bags haben wir noch nachgerüstet. Ja, kleines Lenkrad hat da drin. So, eine schöne Ausstattung. Hier oben haben wir die ganzen Schalter platziert für Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, Hintenscheinwerfer, Kompressor und Airlocker. Ja, und ich denke, das ist eine ganz gelungene Runde und ich würde sagen, jetzt gehen wir ab in Runde 2. We'll be right back.